Mist, so lang. Fahrradschlauch zu lang? Der Schlauch ist zu lang. Nein, wirklich. Kannst du vielleicht... Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte. Beim Anfang. Ich wüsste nicht, wo ich... Vielleicht, wenn ich den Schraubenzieher irgendwo festmachen könnte. Ah. Passt. Na, perfekt. Und jetzt? Das ist, so kann man natürlich auch einen Motor reparieren. Starten! So, jetzt aber. Ah, verdammt! Jemand muss die Klappe festhalten, sonst springt der blöde Schraubenzieher wieder raus. Würden Sie mal bitte kurz mitkommen, holste Dame? Holste Dame? Ne, die ist bestimmt unten rein. Raus aus meiner Kajüte! Sie haben mir nichts verloren! Hallo? Hallo? Ach ja, hier ist sie doch, die olle fremde Frau. Hallo? Ansehen. Sie sieht verstört aus. Außerdem trägt sie diese merkwürdige Uniform. Wer ist sie? Was will sie von mir? Du siehst verstört aus. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Ist das wirklich wichtig? Ich habe nicht so viel Zeit. Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen helfe? Ja, ja, schon gut. Was muss ich tun? Kommen Sie einfach mit nach oben. Düpp, 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 düpp. Düpp, 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 düpp. Da wären wir. Was ist das für eine Maschine? Der Fogger sorgt dafür, dass das Holz bis zum Winter gesund bleibt. So, ich brauche Sie jetzt hier vorne. Sie müssen die Klappe darunter drücken, während ich den Schalter hinten bediene. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Na klar, von mir aus kann's losgehen. Na dann. Klappe festhalten. Hey! Was? Stopp! Aufhören! Beruhigen Sie sich doch. Das gehört so. Bist du verrückt? Schalt sofort die Maschine ab! Oh. Naja, das kommt leider vor. Aber wenn man die Schädlinge loswerden will, gibt es keine Alternative. Und das Holz brauche ich zum Heizen. Ihr seid so dumm. Na super. Besuch von Madame Hypersensibel. Wenn du wüsstest, mein Freund, wenn du wüsstest. Nun warten Sie doch. Warten? Ist das etwa eure Standardantwort auf alle Probleme? Hä? Fremde Frau ansehen. Woher soll er denn wissen, dass du aus der Zukunft kommst, dass die Erde explodiert, kaputt geht? Sie sieht verstört aus. Du hast gerade ihren Vogel umgebracht. Nun kommen Sie schon. Was soll der ganze Aufstand? Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht kannst du mir doch nicht helfen. Helfen? Wobei denn helfen zum Kuckuck? Ich bin im Ruhestand. Ich helfe niemandem mehr. Oh, bitte. Gucken Sie mal nicht so traurig. Am besten wäre... Was ist mit Ihnen los? Wasser. Bring mir ein Glas Wasser. Ich glaube, die Fahrt ist ihr wohl doch nicht so gut gekommen. Mit der Zeitmaschine. Wasser, 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 Wasser. Was denn jetzt noch? Svensson. Dr. Angust hier. Hallo, Bent. Sie klingen gestresst. Es passt gerade auch gar nicht. Ich habe Besuch. Na, na, na. Was haben wir über Stress gesagt? Doc, bitte. Der Frau geht es nicht gut.
Sie hatte einen Anfall, oder... Das hatten wir doch schon tausendmal, Bent. Ihr Samariterkomplex hat sie sogar ins Krankenhaus gebracht. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Was? Aber... Wiederholen Sie es. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Ich glaube, wenn wir das sagen, dann ist sie angepisst. Ich muss der Frau noch helfen. Da die übelst... Ganz ehrlich, ich habe so gerade das Gefühl, dass die... Also ich habe ja schon mal den Trailer gesehen. Im Trailer ist ja so irgendeine so eine Organisation anscheinend, die das nicht will. Und ich habe so das Gefühl, dass die Frau zu so einer Organisation gehört, die vielleicht den seine Arbeit behindern will. Darum... Ich habe jetzt keine Zeit für ihre Psychospiele. Keine Zeit? Das war der alte Bent, der ständig keine Zeit hatte. Erinnern Sie sich an den Mann? Augenringe, Sorgenfalten. Saß wie im Wahn bis in die frühen Morgenstunden im Labor... Und merkte gar nicht, wie sein Leben an ihm vorbeizog. Bis er irgendwann auf der Intensivstation des Marinehospitals aufwachte. Sie sind jetzt der neue Bent. Der sich nicht länger für die ganze Welt verantwortlich fühlt. Na los. Ich will es von Ihnen selbst hören. Nein, aber ich muss der Frau doch helfen. Sie müssen sich erst einmal selber helfen. Das Thema Samariterkomplex hatten wir doch bereits, oder? Sie haben ein Recht auf Ihren Egoismus. Sie sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Sagen Sie es. Ja, klasse. Wow. War klar, dass mir das übrig bleibt. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Na also. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie endlich zur Ruhe kommen. Warum angeln Sie nicht ein wenig? Weil ich nicht an der Überfischung der Meere teilnehmen will. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Behalten Sie das immer im Kopf. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bis dann. Ja, bis morgen. So, und nun zu Ihnen. Erzählen Sie mal, was Sie hierher treibt. Was mich hierher treibt. Okay. Vertrauensbasis. Mein Name ist Faye. Ich bin Zeitpilotin. Konfrontation. Ich komme aus der Zukunft. Die Menschheit steht kurz vor der Auslöschung. Was soll das? Was wird das hier? Was ist das für ein Zettel? Richtlinien für transtemporale Kontaktaufnahme. Ich habe denen gesagt, dass ich das nicht kann. Nein, im Ernst? Salvador hatte recht. Reden bringt nichts mehr. Jetzt hören Sie aber auf. Dann kommen Sie halt aus der Zukunft oder aus der Muppet Show. Nur, was hat das mit mir zu tun? Was wollen Sie von mir? Deine Forschung. So ein Quatsch. In meiner Zeit sterben die Menschen. Die Tiere sterben. Die ganze Welt stirbt. Deine Forschung könnte das verhindern. Ich bin nicht für die ganze Welt verantwortlich. Oh doch, Bent. Du bist sogar der Einzige, der mir helfen kann. Du, Bent. Du allein bist für die ganze Welt verantwortlich. Du kannst es nicht wissen, aber heute in 500 Jahren ist die Erde zerstört. Alles ist kaputt. Die Oberfläche unbewohnbar. Die letzten Überlebenden leben in Bunkern unter der Erde und die Auslöschung der Menschheit steht kurz bevor. Gut. Interessant. Glaubst du mir? Ja, natürlich. Das ist das Team. Guck. Ja, ach so, wir sollen gucken. Ja, natürlich. Wer ist das? Das ist Salvador. Er war auch hier in Norwegen. Du wirst ihn bestimmt bald treffen. Und er kommt auch aus der Zukunft? Ja, natürlich. Was meinst du denn, wo das Foto gemacht wurde? In einer Raumstation? Auf dem Mars? Sei nicht albern. Du wirst es schon noch verstehen. Okay, wer bist du? Der Mann hier mit der Glatze, der sieht wichtig aus. Das ist Quadi, unser Kommandeur. Seine Aufgabe ist es, alle in der Kolonie am Leben zu halten. Ich glaube, es war nicht leicht für ihn, uns auf so eine schwierige Mission zu schicken. Okay. Nigel ist mein Mentor. Nach dem Tod meiner Eltern hat er sich um mich gekümmert. Tut mir leid.
das wusste ich nicht. Was ist mit Ihnen passiert? Sie waren Windscouts. Sie hatten den Vertikaldruck der Toxosphäre falsch berechnet. Die Kites hielten, aber der Anker riss. Das tut mir leid. Macht nichts. Das konntest du nicht wissen. Ja, das bist du. Sie sehen da ja nicht sehr glücklich aus. Ich bin halt nervös. Immerhin soll ich die Welt retten. Das glaubt wohl jeder irgendwann mal. Ach, das ist Delvin. Der ist sowas wie ein Wunderkind. Er hat ganz allein den Pneumator repariert, bevor überhaupt jemand gemerkt hat, dass das Ding kaputt war. Delvin kommt mit allen gut aus. Er scheint Angst zu haben. Das hatten wir alle. Jeder auf seine Weise. So, dann haben wir noch vier Leute. Joseph hat viel Zeit im Archiv verbracht. Da hat er alles über die Welt gelernt, was es zu wissen gibt. Na, das war ja wohl nicht gerade wenig. Naja, so viel auch wieder nicht. Aber alles, was noch lesbar war, hat er mindestens 100 Mal gelesen. Dina und Joseph wollten unbedingt nach Europia. Nach dem Abschluss der Mission wollten sie sich die Kunst da anschauen. Ich weiß nicht. Sie interessieren sich wohl nicht so für Kunst? Ich verstehe halt nicht, wie sie uns bei der Rettung helfen soll. Das, gibt Sinn. Wer ist die Frau in dem roten Pullover? Sadi, meine beste Freundin. Sie ist nach Südamerika gegangen. Für einen Studentenaustausch? Nein, wir haben nichts zu tauschen. Dieser ganze Materialismus ist doch überhaupt erst das, was zum Untergang geführt hat. Wir in der Zukunft brauchen das alles nicht. Wir wollen nur überleben. Oh, schon gut, schon gut. Es war ein Missverständnis. Beruhigen Sie sich. Okay. Das ist Hardy. Er ist zur Zwiebelburg geschickt worden, um mit den dortigen Machthabern zu reden. Die liegt dann wohl irgendwo im Takatuka-Land. Ich weiß nicht. Das hieß anders, glaube ich. Okay. Nette Kostüme. Aber was soll das Ganze? Verstehst du es immer noch nicht? In unserer Zeit ist die Welt am Ende. Die Katastrophe ist schon zu weit fortgeschritten. Wir sind Zeitpiloten. Wir wurden in das Jahr 2050 geschickt, um den Klimawandel aufzuhalten. Wie bitte? Wir wollten die Fehler, die die Menschheit begangen hat, wieder gut machen. Doch wir hatten uns verrechnet. Bleierne Luft, Kapitel 1. Faye? Faye, lebst du noch? Oh, ich weiß nicht. Fühlt sich nicht so an. Lass die Scherze. Wir sind da. Woran erkennst du das ohne... Ah! Bringt mich zu eurem Anführer. Autsch! Verdammt! Nicht die Hülle berühren. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Sag Hallo zum Jahr 2050. Das sieht nicht wie 2050 aus. Aber das erfahren wir auch erst in der nächsten Aufnahme, meine lieben Damen und Herren. Denn Kapitel 1 wollte ich heute noch nicht einspielen. Wir wollten uns den Prolog anschauen, von dem ich jetzt gar nicht weiß, dass er existiert hat. Aber das trifft sich sehr gut. Und ab morgen geht es dann mit der richtigen Let's Play-Serie los. Also bis dann. Adios. Tschüss.